Ich glaube, das hier ist eine. Ich kann mal gerade gucken. Hier kann ich schon mal gar nicht landen. Yay. Ein Leichtmetallvorkommen. Was ist hier? Ja, es gibt nur einen Planeten in diesem System, auf dem wir landen können, also ab dafür. Ich hoffe, das ist richtig. Wobei, es kann auch sein, dass die Sachen gar nicht erst auf der Karte auftauchen. Ja, ich wäre auch froh, wenn im Stream-Chat mehr los wäre, weil das eigentlich viel. Also, ich finde, Let's Plays so aufnehmen ist total langweilig. Da führst du nur Selbstgespräche. Und so hast du halt Leute, die halt auch mitkommentieren und mit denen du halt auch ein bisschen reden kannst, ne? Deshalb, also ich finde, das ist halt mit, wenn man es im Livestream macht, ist das so praktisch Let's Play 1.5. Und ich finde, das braucht das Format leider auch, weil sonst ist es, wie gesagt, das machen zu viele Leute. Ein Gelände, also na gut, wir verlangen dem Ding hier gerade ganz schön viel ab, ne? Also es ist eigentlich schon ein ziemlich gut gebautes Fahrzeug, wenn man denkt, dass das Ding fast überall hochkommt. Nach allem aus, aber nicht nach einer. Oh doch, das sind. Ich bin richtig. Hier gibt es nur keine. Aus irgendeinem Grund keine Verteidigungen. Weil das sind auf jeden Fall Drachenzähne. Wieso kann mir keiner erzählen, dass das keine sind? Es gibt eine Auffahrt, ja, also. Die habe ich nicht bemerkt. Banshee. Also erstmal kriege ich die beste Waffe, ne? Und dann kriegt Garrus die hier und Tali ist ja mehr so mit Pistolen und Schrotflinten. Short finde ich schon mal gut. Wieso hat meine. Ich wollte schon sagen. Ach, du meinst, die Gav kommen noch, wenn man wieder rausgeht? Also ich. Ich merke es mir, dass ich drauf vorbereitet bin. Und Pflanzen. Ja, da sind Husks. Und wo Husks sind, sind auch Gav. Ich muss nur den Lampen folgen. Ich finde das dezent rassistisch gegenüber den Geth.
Wow. Ja, ist ja gut. Ich will auch eigentlich gar nicht mit dir reden. Oh ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Okay, der kämpft für uns. Ich habe auch nur noch eine Granate. Das ist auch echt doof. Aber ich hätte den Lampen zur Auffahrt folgen müssen. Ja. Gut. Tsunami 4, Reaper. Ich finde es geil, dass es eine Waffe hier gibt, die Reaper heißt. Ich glaube, hier ist nicht wirklich was, ne? Ich muss hier doch bestimmt irgendwas machen. Also, wie ich das gelesen habe, sind vor den Außenposten halt eigentlich immer Geth. Aber das stand, glaube ich, auch nur in fast allen. Also, ich denke mal... Aber man sollte meinen, wenn es nur um vier Dinger geht... Medigel, okay, das nehme ich gerne, aber... Was sagt denn das Tagebuch? Irgendwas hätte ich hier doch machen müssen. Sonst ist das, weil sonst wird das bestimmt nicht registriert, dass das auch fertig ist. Gibt es vielleicht irgendeinen Aufzug oder was soll der Pfeil? Ach stimmt, mit dem Objekt habe ich noch gar nicht interagiert. Okay, da ist nur eine Rüstung drin. Ich hatte schon Hoffnungen. Ja klar, die Geth-Aktivität zu beenden ist das Ziel, aber ich habe auch keine Bestätigung, dass es akzeptiert ist. Die Konsole leuchtet, kann ich damit was machen? Das ist auch sinnvoll. Aber ich habe halt bisher keine Bestätigung, dass das halt auch als beende, dass das halt als, dass alle Geth tot sind, dass das nur erkannt wurde. Ja, sonst hatten wir es immer. Also bei Rex hatten wir es und bei Garrus hatten wir es. Ich habe jetzt auch keine Lust, dass ich dir jetzt hier zu den ganzen anderen Planeten fliege und dann nochmal hierher muss. Aber es gibt halt auch nur diese Räume. Vielleicht, wenn wir... nein, ich möchte... Okay, ja, ich verstehe. Ich verstehe. Der Qual kam einfach nur da, dass ich noch irgendwo ein Ziel eingestellt hatte. Oder dass ich selber eingestellt hat. Also ich würde behaupten, wir sind hier fertig. Wenn ich Pech habe, ist es halt nicht so. Ja, oder draußen vielleicht. Stimmt, wenn ich jetzt wieder rausgehe. Oh shit, oh shit, ja. Dann geht's hier los. Ey, hier ist ein ganzes Dropship. Kann ich das vielleicht abschießen? Ich kann wegen dieser ganzen Sachenzähne nicht rumfahren. Endlich. Das meine ich mit Bestätigung. Woher auch immer Garrus wissen will, dass hier gar keine Geth mehr sind, noch keine mehr kommen werden. Also, Gagarin hätten wir.
Kann es sein, dass die Systeme in diesem Cluster halt alle nach russischen Raumfahrern benannt sind? Also Gagarin auf jeden Fall. Antibar. Ich meine, hier, ich meine, ich hätte im Kopf, dass hier die andere Basis ist. Also die zweite. GEF Außenposten, es wird auch direkt als solcher identifiziert. Sehr gut. Ich fahre extra über diesen Hügel, obwohl es da vorbeigeht. Aber es ist ja auch ein Geländefahrzeug. Das kann man ja mal ausnutzen. Ich meine, das Ding hat hier, es hat Sprungdüsen. Bloß weil die Anzeige nicht blockiert, das heißt ja nicht, dass da keine GEF sind. Hier sind auf jeden Fall irgendwo Gegner. Wow. Aha, einfach reingefahren. Können die Scharfschützen überhaupt dem Marco ernsthaften Schaden zufügen? Ich finde, Scharfschützengewehre sind ja wohl nicht wirklich Waffen, mit denen man gepanzerte Fahrzeuge angreift. Die GEF-Kolosse? Doch, ich meine, die wären noch in Mass Effect 2 noch da. Also an mindestens einen erinnere ich mich. Wobei es sein kann, dass sie anders hießen. Ey, sag mal, kannst du vielleicht einfach mal sterben? Danke. Und hier ist gar kein Gebäude, ne? Das ist angenehm. Ganz ehrlich, das finde ich sogar sehr angenehm. Wow. Two outposts done. We're halfway there. Ja, und ja, die Räder sind am Arsch. Das Schiff wurde als Ziel markiert? Das habe ich aber nicht bemerkt. Tereshkova. Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Okay, Hong ist definitiv kein russischer Name. Also ich meine, es ist der Armstrong-Nebel, also könnten das alles Raumfahrer sein. Kaspin ist, meine ich, auch eine von den Basen. Wow, was ist denn hier los? Sieht aus wie ein Meteorschauer. Sieht aber echt cool aus. Ich versuche gleich mal das nächste Schiff abzuballern. Vielleicht geht das.
Auf was für eine Entfernung auch das Radar stören können. Genau aus dem Winkel auch drauf schießen, ne? Ich kann's abschießen. Es hat eine Gebundenheitsleiste. Ich denke mal, es gibt dann EP, wenn ich das abschieße, ne? Aber fliegt's jetzt weg? Es fliegt bestimmt gleich weg. Just one more outpost left. Ernsthaft? Wenn ich das abschieße, muss ich die hier nicht töten? Also es geht. Und das zählt dann auch direkt als Außenposten-Kill. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich echt nicht, welcher es ist. Also der hier ist es schon mal nicht. Das ist ein Gasriese. Also muss es echt der hier sein. Das sieht auch nach einer geilen Aussicht aus. Ist das da ein Geschützturm? Das ist irgendeine Struktur. Ja, weil es da einen Weg nach oben gibt. Oh, es geht los. Ja, das ist echt ein Screenshot wert, aber ich habe ein Video. Da kann ich mir nur falls einen Videoschnappschuss rausholen. Wobei ich speichere. Ich kann ihn nicht speichern. Wow, was? Also die Physik des Markus ist echt sehr cool. Da passiert so komischer Shit mit.
Geth Koloss. Wow. Hold on. This receiver's picking up some kind of transmission. Based on the signal strength, I'd say it's coming from inside this star cluster. It must be a message from the primary Geth base. We can use the signal to lock onto its location and take them out. We can use the signal to lock onto its location and take them out.